Sommer, Sonne, Gartenzeit. Während die Temperaturen weiter in die Höhe schießen, haben wir von Oberhessen Live uns einmal auf die Suche nach den interessantesten und schönsten Gärten in und um Alsfeld gemacht. Unser erster Halt hat uns dabei zu Carina Ditschler aus Arnshain geführt, denn in ihrem Garten dreht sich auf rund 1600 Quadratmetern alles ums Thema Selbstversorgung. Hallo Frau Ditschler, hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihren Garten vorzustellen. Garten ist ja nicht gleich Garten. Was haben Sie denn hier alles? Ja, erstmal willkommen in meinem Garten. Ja, eigentlich bei mir ist hauptsächlich ein Nutzgarten. Das bedeutet? Also es bedeutet eigentlich, dass man hier fast jede Pflanze essen kann, die da ist. Also im Moment ist es noch so. Hauptsächlich bauen wir halt Kartoffeln an, Kräuter, Tomaten sind so meine Leidenschaft. Kohl, Gemüse. Ein Nutzgarten ist eigentlich das, alles, was einem auch was bringt, wo man was eben einfach von hat, mehr oder weniger. Seit wann haben Sie den Garten hier? Also seit wann ist das so Ihr Hobby, Ihre Leidenschaft geworden? Also mein Hobby ist es jetzt schon, seit ich 15 bin. Das war aber eher im Garten von der Mutter. Das Grundstück hier habe ich seit 20 Jahren ungefähr. War aber vorher eine reine Wiese, wo Apfelbäume drauf standen, die aber so alt waren, dass sie uns auseinandergebrochen sind. Die haben wir dann leider fällen müssen. Erhaltung war nicht mehr möglich. Ja, und jetzt, also das hier ist entstanden im Prinzip, dieser Garten, wie er jetzt ist, seit 2018. Wie kommt man denn als 15-Jährige zu dem Hobby Gartenarbeit? Ich muss da schon sagen, dass das irgendwie, von mir von Geburt an einfach so ist. Wir hatten immer Tiere, wir hatten halt, Gemüse zu Hause. Man konnte einfach mal in den Garten laufen, was holen. Und das genieße ich jetzt auch hier wieder. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist oft so, dass ich einfach rauslaufe und denke, oh, ich brauche jetzt Petersilie oder ich brauche Dill. Mein Salat, der steht im Garten. Also ich muss gar nicht groß einkaufen gehen, eigentlich schon für Fleisch und solche Sachen. Aber alles andere hole ich gerade jetzt über die Sommermonate eigentlich aus dem Garten. Also eigentlich können wir hier gleich anfangen. Das ist Borretsch, was man hier sieht. Gehört auch zu den grünen Soßenkräutern, also das Blaublütige. Ist natürlich ganz toll für Hummeln und Bienen, sieht man ja, es wird auch die ganze Zeit. Das ist essbar, ist eigentlich, also viele mögen das am Gurkensalat. Und, genau nutzt man jetzt davon? Man kann hier essen zum einen die Blätter, obwohl man die mal, darf man gerne mal anpacken. Weil es ist halt auch vom Gefühl her, denkt man ja so, das mag ich nicht auf der Zunge. Genau. Schon, wenn man das schneidet, ist das sofort weg. Okay. Also man nimmt im Prinzip diese Rippe raus und dann schneidet man das klein. Und auch, wie gesagt, in der grünen Soße ist es auch drin. Ja? Also da ist das überhaupt kein Problem. Und was man auch, die Blüten sind auch essbar. Also ist auch eine tolle Deko, wenn man einen schönen Salat hat. Aber wie gesagt, es ist halt stachelig. Dann erntet man wirklich nur, also von diesem Teil wirklich nur oben die Köpfe ab. Und das sieht auf dem Salat ganz, ganz toll aus. Ja. Hier habe ich noch eine Besonderheit. Das ist die Gregoris Altai, nennt sich die. Das war die ist ganz schön groß. Im letzten Jahr meine größte Tomate und die sind dieses Jahr klein. Okay. Die hatte letztes Jahr 1,5 Kilo. Eine Tomate. Wow. Ja. Also die sind dieses Jahr wirklich relativ klein und das ist halt wirklich, dann hätte ich die anderen Tomaten wegnehmen müssen, dann kann man natürlich auch eine auf Größe umprogrammieren. Mit einer Tomate die ganze Familie versorgen. Ja, also. Bei uns gab es Tomatensoße, weil die wollten wir nicht essen. Das war einfach zu viel. Aber das so einen großen Garten mit so vielen Sachen, das ist doch auch sehr zeitaufwendig, oder? Ich glaube, ein Gärtner geht durch den Garten, ich sehe auch ständig irgendwas. Also es gibt immer irgendwas zu tun. Also wenn ich laufe und sehe, Unkraut sagt man ja heute nicht mehr, das sind ja Beikräuter. Wenn ich aber durch meinen Garten laufe und sehe, was mache ich das weg? Also andere, glaube ich, gehen durch den Garten und sagen, oh, wie schön und hier und da. Und ich habe dann überall die Finger und denke, oh, und da steckt was, das gefällt mir an der Stelle nicht und das gefällt mir da nicht. Und dann reiße ich das aus. Das werfe ich aber auch einfach auf den Boden, das ist dann wieder Bodendung. Also wenn das vergeht ja durch die Sonne, es wächst ja nicht wieder an und dann ist das wieder Dünger im Prinzip.
Versteckt hinter einer Mauer, direkt in der Innenstadt von Alsfeld, liegt auch der Garten von Joachim und Dagmar Schlitt. Ihre grüne Oase haben sie mit viel Leidenschaft zum Detail und einer Menge persönlicher Geschichten dekoriert. Also letztens hatte die Schwiegermutter gerade Besuch und da hat dann ein älterer Herr gesagt, ich muss noch mal laufen, ich muss noch mal gehen. Also der ist dann zum dritten Mal durchgelaufen und hat gesagt, jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, entdecke ich wieder was Neues. Gell? Und das ist auch eigentlich unser Ziel, dass wir viele kleine Deko-Sachen auch so verstecken, dass man es nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht, sondern halt, wenn man unterwegs ist, dann im Garten. Ja, und dann haben wir hier diesen Bogen eingebaut, um den Leuten schon mal einen Blick in den Garten zu ermöglichen, weil die hohe Mauer und die Tür ist ja alles verschlossen, aber wenn man Lust und kann man halt schon mal einen Blick durchwerfen und sieht dann schon mal hoffentlich schöne Sachen. Ja. Okay, gehen wir mal rein. Also es gibt viel zu entdecken hier, geht schon gleich los mit Deko und Pflanzen. Bei uns im Garten sieht man viel Sedum, ist halt ein pflegeleichter, mehr oder weniger pflegeleichter Garten. Also es soll eigentlich eher so ein Genussgarten sein. Wir haben auch nicht viele Nutzpflanzen, also nicht viel Salat oder irgendwie sowas. Da gibt es ja dann Gärten, die quasi Selbstversorger sind und das sind wir nicht. Wir wollen den Garten genießen. Ja. Macht auch Arbeit, aber es macht halt auch Spaß. Und das sieht man, denke ich, dann auch. Ja, die Gartenhütte ist entstanden auch aus einer Idee, weil man einfach gesagt hat, wenn man hier eine Sitzecke hat, braucht man noch irgendwas, wo man Polster oder irgendwas lagern kann. Und die ist ja auch entstanden aus lauter, wie sagt man so schön? Upcycling, ja. Holz und alles, was da war, eine Tür vom Sperrmüll irgendwo ergattert, ein altes Fenster. So ist die Hütte dahin gekommen. Ja, die Hütte gleich mit anschließendem Tomatendach gleich integriert. Der ganze Garten, die Gestaltung und auch die ganzen Pflasterarbeiten ist alles handmade. Selbstmade, ja. Alles aus einer Hand. Jahrelang gesammelt, schon quasi Sandsteine und Material und nur noch ganz wenig neu dazugekauft und ergänzt. Der Garten ist gewachsen. Also früher war das, vielleicht sollten wir nachher noch mal gucken, die Hälfte des Gartens war Nutzgarten. Und über die Jahre Richtig, ist der Nutzgarten Grabland, halt immer weniger geworden und dafür halt mehr an Ziergarten, wie gesagt schon vorhin, ein Garten zum Genießen. Ja, weil man den ja auch bei uns hier hinterm Haus so gar nicht unbedingt vermutet. Also viele denken, wir haben das Haus, das steht direkt an der Straße und den Hof und gut ist, dass jetzt hier dahinter das Stück noch liegt, sind wir froh und dankbar dafür. Weil wir halt mitten in der Stadt sind und trotzdem dann doch hier so eine kleine Ruheoase haben. Ja, im Prinzip haben wir viele Sachen, die gesammelt, zum Beispiel hier die Klinkermauer, die man da sieht, neben diesem Stück Gartenzaun. Das ist der Kamin. Ich habe einen Kamin abgebrochen, wir brauchten ja nur noch einen. Die Heizung hängt ja noch an einem Standstein dran. Und die Klinker habe ich halt nicht in Bruch gefahren, sondern habe sie halt hier im Garten verbaut. Also, ist halt immer zu jedem Stück kann man eigentlich was erzählen. Ja. Und das finde ich halt auch schön, wenn man dann halt ganz viele Sachen hat, wo ich was zu erzählen kann. Ja, und man auch versucht halt auch verschiedene Ideen umzusetzen. Wir gehen schon viel auch auf solche Gartenmessen oder in Arnshain, wenn da was ist oder so. Da kann man gucken und mit den Augen darf man ja halt auch ein bisschen sich was mitnehmen. Und da ist die Idee mit den Häuschen da im Zaun entstanden. Und ich schreibe halt gern Sprüche auf Tafeln oder Gläser oder Fenster. Das.
Weiter geht es in Hattendorf bei Jörg Diebel. Auf 3000 Quadratmetern hat er sich sein ganz eigenes und mit Charme verzaubertes Reich, geprägt durch Natursteinmauern, Stauden und historischen Rosen, geschaffen. Ja, der Garten, das alles ist ein Garten, das ganze Grundstück ist ein Garten. Und hier blüht halt jetzt nochmal was für die Bienen und für die Schmetterlinge, die jetzt wahrscheinlich noch schlafen. Das ist halt noch so ein Stein, Objekt. Und das habe ich umpflanzt mit Verbena bonaiensis, das argentinische Eisenkraut. Ja, und die sind früher immer erfroren, das heißt, nicht alle sind über den Winter gekommen, aber jetzt scheint es sich zu etablieren. Genau wie da die gelbe Buddleia, die eigentlich nicht frostfest ist, aber seit 5 Jahren wächst und blüht die hier und ist ein Magnet für Hummeln, Schmetterlinge, ja, Bienen. Das ganze Grundstück sind 3000 Quadratmeter mit Gebäude, mit Hochfläche, mit Bäumen, also alles. Ja. Ich komme aus einer Familie, wo alle Handwerker sind. Und der eine war Elektriker, der andere war Schmied, der nächste war, mein Vater war Maurer, Zimmermann, Fliesenleger. Mein Bruder ist Heizungsbauer und da blieb eigentlich nur noch der Gärtner für mich übrig. Und deshalb bin ich Gärtner geworden. Momentan blüht halt sehr wenig. Die Annabelle, gut, die Stockrosen, das ist diese Geranium Rosen, was auch jetzt erst anfängt zu blühen. Majoran, das ist Erigeron oder gleich eigentlich die große Schwester von diesem spanischen Gänseblümchen, was da vorne ist. Ja, der Gärtner hat die schlechtesten Schuhe und beim Schreiner geht die Tür nicht zu. Ne, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, sowas. Das ist mein Olivenbaum. Kriegt auch kleine Früchte. Aber in Wirklichkeit ist es eine weitenblättrige Birne aus dem Kaukasus, die bis minus 35 Grad verträgt. Deshalb wächst die hier. Ach, wow. Ja, aber es ist einfach schön. Wenn man den Anspruch hat, dass das alles picobello ist, ist das nicht zu schaffen. Sondern das ist ein bienenfreundlicher Garten, da darf halt auch mal das Unkraut stehen bleiben, ja. Und das darf auch mal blühen und dann kann man das bewältigen. Ja. Und dann immer mal jeden Tag eine halbe Stunde Unkraut zupfen und das den Hühner reinwerfen und dann kriegt man das schon in den Griff. Aber ich war jetzt auch 3 Wochen überhaupt nicht da und deshalb sieht das momentan etwas anders aus. Gut. Hier haben wir so ein bisschen mein Motto, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Ja. Genau. Hier wieder diese Funkchen in den Trögen, weil die Schnecken lieben sie auch und in den Trögen gehen sie nicht rein, sonst werden die jetzt zerfressen. Also die Bienen macht einen Freund von mir und für den ist das Honig ja praktisch jetzt rum, weil der hat es 2-mal geschleudert. Was sie jetzt noch haben, also eintragen an Pollen, das brauchen die, um über den Winter zu kommen. Letztes Jahr sind einige kaputt gegangen, einige Völker. Jetzt hat er neue gezogen, das sind alles Jungvölker hier. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir jetzt wieder hier. Ist schön, man sieht das mit anderen Augen, wenn man Bienen im Garten hat, weil dann achtet man mehr drauf, dass die Pflanzen auch für die Bienen geeignet sind. So, das ist mein erster Aufsitzmäher. Leider muss ich mal die Messer schleifen. Ja, den habe ich mal zusammengebaut. Hat einen Freund, der hatte noch so einen Original-Brill und ich fand das als eine gute Idee, den mal als Aufsitzmäher herzurichten. Ich will eigentlich auch weniger machen, aber es ist halt schwierig. Ist halt weil die Leidenschaft so groß ist? Oder? Ja, weil sich das auch irgendwie rumspricht und die Leute, kannst du denn nicht noch mal das noch bei mir machen? Und ja, okay. Ja. Mundpropaganda, genau. Unseren letzten Stopp machen wir schließlich wieder in Alsfeld bei Heinz und Birgit Satzkowski. Und hier dreht sich alles um Rosen, Klematis und Storchschnabel in besonderen Farben und den schönsten Platz am leise plätschernden Wasser. Ja, unser Vorgarten. Viel Storch, sehr viel Storchschnabel. Das ist so meine Vorliebe, Rosen, Storchschnabel. Ja.
Rosen ist einfach, ich finde, das ist einfach eine tolle Blume. Es ist egal, was das für eine Farbe ist, beziehungsweise, wenn Sie es vielleicht gesehen haben, bei mir gibt es keine gelben Rosen und keine orangen Rosen. Doch, eine gelbe gibt es. Ja, eine einzige gelbe, okay. Also orange und rot, das werden Sie, und gelb werden Sie bei mir im Garten so gut wie nicht finden, weil das ist einfach, nee, das ist nicht so mein Ding. Wir teilen das Hobby und zwar so weit, wenn ich das mal so sagen darf, ich mache die Anschläge und mein Mann auch. Genau. Ich darf mal alles machen. Eine richtige Rollenverteilung. Ja. Genau, eine richtige Rollenverteilung. Im Winter wird geplant und im Frühjahr wird losgelegt. Ja. Hinten sehen Sie ja dann so verschiedene Dinge, die wir die letzte Zeit oder die letzten Jahre gebaut haben. Da gibt es noch mehr. Da können wir gerne mal gucken gehen. Das war mein oder unser Ansinnen, so eine kleine Oase, so einen kleinen Stadtgarten, ländlicher Stadtgarten zu integrieren, wo man wirklich sagen kann, ich komme jetzt nach Hause, Tür zu, ab in meinen Garten, fertig, mehr brauche ich nicht. Das ist so auf der Terrasse, so ein bisschen das Wasser plätschern. Das muss ich so ein bisschen abends, wenn man hier so sitzt beim Glas Wein. So, beruhigt. Das, ja, sehr, das total. Wasser beruhigt. Ja, total beruhigt das, ja. Ja, dann können wir mal weitergehen gerne. Das ist jetzt so unsere letzte Anschaffung, das Hochbeet. Das ist jetzt, das hat mein Mann gebaut, aus alten Paletten. Das haben wir jetzt 2 Jahre. Das ist so die letzte Anschaffung. Also da ist, war früher so ein kleiner Kräutergarten hatte ich. Und ja, der musste weichen, weil einfach Hochbeet besser zu bearbeiten ist. Und das, ja, man kann auch mal ein bisschen Gemüsesalat anpflanzen. Das ist halt einfach, das ist einfach mal was anderes. Was haben Sie da jetzt alles so angepflanzt? Kräuter und Salat eigentlich nur. Doch, ich habe jetzt diesmal mal mit einer Gurke, Salatgurke, Schlangengurken angefangen. Das klappt auch. Also einfach mehr Erdbeeren. Mehr ist es nichts. Ist dann eigentlich schon wieder fast zu klein. Der Gedanke an ein zweites, aber das wird wohl nichts, weil Platz der Garten ist zu klein. Der Garten nicht groß genug ist. Ja. Aber jo. Man sieht ja jetzt auch, dass sie viel Wert auch auf Deko legen, oder? Ja, genau. Das ist halt meine Leidenschaft. Ja, also ich habe also sehr viele alte Teile, die ich mal so von zu Hause aus mitgenommen habe. Eigentlich alles, was verrostet ist, das geht mit einer Halswelt. Das zum Beispiel, das ist so, ja, ich sage immer so mein Wellnessplätzchen. Ja. Wieso Wellnessplätzchen? Ja, weil ich da gern sitze und lese. Ja. Alleine dann? Oder? Alleine, da sitze ich alleine. Ist bloß für eine Person gedacht. Das ist für eine Person gedacht, ja. Also wenn das blüht, das ist wirklich, das ist absolut. Wahnsinn, kann man sagen. Eine Veilchenblau, eine Kletterrose, und die ist über und über mit, also blau, also eine bläuliche Rose. Gell? Und das ist halt so ein bisschen so, ja, eigentlich so unser Highlight im Garten. Die Gartenhütte sind halt auch dazu gekommen. Das war ganz schnell passiert. innerhalb von einem Tag stand die. Ja, wir hatten eigentlich immer keinen Platz für die Gartengeräte, für den Rasenmäher. Das heißt, es musste immer alles im Keller geschaffen werden. Und das war eigentlich noch so ein Stück hier, da standen Thuja und war eigentlich so, das war noch nicht so fertig. Wie das halt so ist im Winter, man sitzt und guckt und grübelt und liest Gartenzeitung ohne wenn und guckt sich. So was halt möchte ich haben. Ja, und irgendwann, sowas möchte ich haben. Wir haben es jetzt vorne plätschern gehört, wir hören es jetzt hier auch wieder plätschern. Das Richtig? Ist jetzt Ihr Reich. Das ist jetzt das ist, mein Reich. Plätschern ist hauptsächlich genau. Mein Reich. Hauptsächlich da hinten ist ein Feuchtbiotop, nur für die Vögel und Tiere und Pflanzen sind da drin, mehr ist da nicht. Und hier vorne habe ich halt mit Bachlauf, da kommen die ganzen Vögel. Wenn man die hinten abends liegt, kann man die Vögel beobachten, wie sie saufen oder sie baden. Ist herrlich. Ist halt auch eine kleine Wasseroase hier hinten. Die Bank, das ist so unser Plätzchen, ja, ich sag, wenn man so uns nachmittags und die Sonne steht hier noch wieder, dann kann man hier gemütlich sitzen. Und das ist eben da, da hat man das Wasserplätschern auch wieder. Man bildet sich dann so ein bisschen weg. Können die ganzen Wespen, ja. Hornissen und so weiter beobachten, wie die hier das Wasser trinken? Ja, also es ist schon eine große Vielfalt an Tieren, was man hier so beobachten kann. Ja. Ich möchte auch nichts von meinen Pflanzen hergeben, um mir jetzt irgendein Gemüsebeet zu machen. Deshalb habe ich das Hochbeet. Und von da aus, von daher pflanzen wir eben unseren Salat jetzt an und ein paar Erdbeeren. Also ja, das reicht eigentlich. Ja. Das versuchen wir halt immer so ein bisschen dann unterzubringen. Aber jetzt hier irgendwo zu sagen, so jetzt mache ich mal hier so ein... Nee, gebe ich nichts her. Nee, das möchte ich nicht.
So unterschiedlich die Gärten auch sind, die wir uns nun angeschaut haben, eines haben sie alle gemeinsam. Und zwar sieht man die Leidenschaft, die ihre Besitzer in ihre eigenen, ganz persönlichen Oasen stecken.